Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Krankenhaustasche. Bei Finn gab es damals ein Video, das verlinke ich euch gern unten in der Infobox. Da hat man natürlich noch nicht so viel Erfahrung als Erstgebärende. Und es ist auch, glaube ich, total dunkel, das Video. Und voll die schlechte Qualität. Also echt voll schrecklich. Aber ich verlinke es euch jetzt trotzdem einfach mal unten in der Infobox. Bei Leon allerdings gab es kein Video, weil Leon ja 3 Wochen zu früh kam. Ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich, nachdem mir die Fruchtblase zu Hause geplatzt ist, noch schnell mal die restlichen Sachen reingeschmissen habe. Ja, und dann schon losging. Also wir mussten dann ja auch direkt ins Krankenhaus. Ja, ich zeige euch heute meine Krankenhaustasche. Meine Krankenhaustasche besteht aus einer Kreissaaltasche und einem Koffer. Ich hoffe, ich bin im Übrigen scharf. Das wäre jetzt natürlich wieder fatal. Genau, dieser Koffer hier, den habe ich bei Leon zur Babyparty bekommen. Das war damals so eine, der ist von Bugatti. Ich würde mir jetzt niemals einen Koffer von Bugatti kaufen. Das war so eine Punkteaktion von Kaufland damals. Den hat mir der Klaus geholt. Also den habe ich zur Babyparty bekommen. Und das hier ist eine Krankenhaustasche von Jubilist. Jubilist, genau. Die habe ich damals auch bei Leon zugeschickt bekommen. Allerdings, die wird als Krankenhaustasche verkauft. In diese Tasche bekommt ihr niemals Sachen für 3 Tage rein. Es ist eine schöne Tasche, aber es ist für die alleinige Krankenhaustasche de facto zu klein. Also definitiv. Deswegen habe ich eine Kreißsaaltasche und einen Koffer. In der Kreißsaaltasche, das zeige ich euch als erstes, was ich alles so in den Kreißsaal mit reinnehme. Und in den Koffer, und das solltet ihr vielleicht auch so machen, in dem Koffer habe ich dann die ganz normalen Sachen, die ich also auf dem Zimmer brauche. Genau, wir fangen mit der Kreißsaaltasche an. Ich würde sagen, ich ändere ein bisschen die Perspektive und wir starten. So, ich hoffe, das geht so. Also das ist wie gesagt die Tasche. Ich finde sie wunderschön. Die gibt es auch noch in Schwarz, glaube ich, und in Grau. Das ist ein Schlüsselanhänger. Der war nicht dabei. Den habe ich gekauft. Das soll die Kara sein. Habe ich auch noch als Chihuahua. Genau, der hängt da einfach nur dran. Genau. Wie gesagt, es ist eine schöne große Tasche, aber als alleinige Krankenhaustasche ist sie definitiv zu klein. Und das ist einfach die Tasche, die ist auch so offen. Die steht so auf dem Koffer, weil da kommen einfach die ganzen Sachen rein, die ich reinschmeiße, wenn es losgeht. Das ist zum einen natürlich der Mutterpass. Das ist mein Geldbeutel, das ist unser Familienbuch da, genau. da, wo die Hochzeitsurkunde und all mögliches Zeug drin ist, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Genau, also da einfach die wichtigen Akten, Dokumente kommen hier rein. Dann kommt mein Handyladekabel rein und mein Handy. Und meine Schminksachen. Schminksachen. Es kommen ein paar Kleinigkeiten rein, weil ich jetzt nicht aussehen will wie der letzte, weiß ich nicht was, auf Fotos und so. Und deswegen ein paar Schminksachen werden natürlich reinfliegen. Genau, also das sind wirklich so die letzten Sachen, die man halt so mitnimmt, wenn es losgeht. Die werden dann einfach hier reingeschmissen, weil ich möchte, dass der Koffer zu bleibt. Also der ist gepackt und der soll so bleiben. So, dann habe ich in meine Kreißsaaltasche solche Crocs, das sind keine echten, die sind auch hier schon eingerissen. Die habe ich bei Woolworth gekauft. Ich glaube, die haben 4 Euro oder so gekostet. Ja, also einfach Schlappen. Habe ich bei Leon damals auch nicht gehabt, total dämlich. Musste ich dann in meine Superstar Adidas so reinschlupfen und bin dann so über den Kreißsaalflur. Genau, deswegen sind Schlappen eigentlich... ja, ganz praktisch, schlupft man schnell rein und gut ist. Also habe ich mir solche Schuhe hier bei Woolworth gekauft. Dann habe ich einen Cardigan mit in meine Kreißsaaltasche reingeschmissen. Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ich musste bei Leon so über den Kreißsaalflur latschen und hatte dieses Geburtshemd schon an. Und alle, die schon entbunden haben, wissen, dass dieses Geburtshemd hinten offen ist. Das heißt, es hat ungefähr jeder meinen Hintern gesehen. Vor versammelter Mannschaft. Man trägt ja dieses sexy Netzhöschen schon mit Einlagen und allem drum und dran. Und wie gesagt, dieses Hemdchen ist halt hinten offen.
Und deswegen habe ich gedacht, ziehe ich diesmal ein Cardigan einfach drüber. Der ist schön lang, der geht so ein bisschen über den Hintern. Und der würde jetzt auch bei der Entbindung nicht stören, falls ich ihn nicht mehr runterbekomme rechtzeitig. Und deswegen habe ich einen Cardigan mit in meine Kreisalltasche reingeschmissen. Ja, so viel ist da auch noch nicht drin. Dann habe ich jede Menge Naschereien rein. Ich weiß nicht, ob ich Hunger habe oder ob es der Klaus ist, der vielleicht ein bisschen naschen will. Oder vielleicht lassen wir es dann auch im Zimmer, wenn die Jungs kommen. Ich habe hier einmal so Cookies besorgt. Nochmal Cookies. Und so ein Frucht-Nuss-Mix. Genau. Dann habe ich hier eben so ein Kosmetiktäschchen. Da will ich dann eben meine ganzen restlichen Make-up-Sachen reinschmeißen. Dann habe ich hier noch Kopfhörer. Weiß nicht, ob ich die brauche. Das sind die von meinem anderen Handy. Ich habe sie halt jetzt mal reingeschmissen. Wie gesagt, Ladegerät und so. Das kommt halt alles dann rein, wenn es losgeht. Und bei Juwelist ist das so ein Set gewesen. Und da kommen eben diese ganzen wichtigen Dokumente rein. Also Mutterpass und so weiter. Das kann man halt hier reinmachen. Genau. Und dann habe ich hier noch eine Packung Feuchttücher. Keine Ahnung, ich finde Feuchttücher kann man immer gebrauchen. Die habe ich jetzt auch noch reingeworfen. Was ihr machen könnt, ist noch ein Labello reinschmeißen. Ich bin ehrlich, das wird zwar überall immer voll gehypt und so. Also ich habe während der Geburt nicht das Bedürfnis gehabt oder den Drang, mir Labello regelmäßig auf meine Lippen zu schmieren. Aber um Gottes Willen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er bei der Geburt auftragen möchte und was nicht. Was ich jetzt noch per Amazon bestellt habe, und es war so in letzter Sekunde, sind Noppersocken. Das ist ein ganz, also Noppersocken ist ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr ein Kreißsaalbett habt bei euch im Krankenhaus, wo ihr keine Fußstützen habt zum Pressen, also zum Dagegendrücken, dann sind solche Noppersocken super, super gut, weil ihr da so einen gewissen Stand habt beim Drücken. Genau. Und es heißt ja auch, warme Socken sind wehenanregend, glaube ich, oder wehenhaltend oder irgendwie so. Warme Socken, warme Noppersocken ist auf jeden Fall super wichtig. Die landen auch noch in der Kreißsaaltasche. So, das sind jetzt meine Sachen, die ich mit in den Kreißsaal nehme. Unter anderem natürlich noch meine Kamera mit Ersatzakkus für Fotos, Videos, keine Ahnung, etc. Und sonst braucht man eigentlich nichts im Kreißsaal. Also, das ist halt so Kreißsaal-Wehenzimmertasche. Weiß ich nicht. Traubenzucker sagen manche noch. Das ist all was man mitnehmen kann, aber was ich jetzt nicht mitnehme, weil ich es nie gebraucht habe. Ganz einfach. So. Jetzt kommen wir zum Koffer. Der ist echt sowas von schwer. Also richtig schwer. Oh. Der ist aber richtig gut. Also falls ihr den kaufen wollt, kann ich ihn euch hier unten verlinken. Der hat, finde ich, auch die perfekte Größe. Und der hat halt hier auch so zwei Seiten. Wow, das kann man sogar richtig gut erkennen. Ich habe einmal meine Seite und einmal Babyseite gepackt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit meiner Seite an. Da haben wir hier ganz oben einen Spülbeutel. Dieser Spülbeutel ist von meiner Freundin noch. Die hat damals auch 2016 entbunden und zwar in einem anderen Krankenhaus. Und dieser Spülbeutel, den hatte ich bei Finn. Und wenn ihr Geburtsverletzungen habt, dann ist Pipi machen nicht so angenehm. Und in meinem Krankenhaus zum Beispiel bekommt man nur so einen Becher mit warmem Wasser und damit soll man sich so, während man Pipi macht, so ein bisschen begießen, weil der Urin ist halt wirklich, der ist sehr hochkonzentriert und der brennt wie Feuer, wenn ihr da unten rum ein bisschen verletzt seid. Und dieser Spülbeutel, der ist so angenehm. Ihr könnt da 500 Milliliter lauwarmes Wasser reinfüllen und dann legt ihr den einfach bei euch ins Badezimmer. Und das ist so ein Schlauch, mit wie so ein kleiner Knopf ist da dran. Und dann könnt ihr, während ihr pinkelt, könnt euch sozusagen begießen mit warmem Wasser. Und das ist so angenehm, wirklich. Ich weiß nicht, ob sowas bei Amazon gibt. Ich kann mal gucken, dann kann ich es euch verlinken. Mir hat es damals bei Finn sowas von gut getan. Also ich feiere diesen Beutel. Hab mir den dann von meiner Freundin besorgen lassen aus dem Krankenhaus und habe den aber bei Leon nie gebraucht, Gott sei Dank, weil ich bei Leon nie nicht verletzt war. Aber man weiß natürlich nicht, wie jetzt bei der Geburt alles endet und deswegen habe ich diesen Spülbeutel jetzt mal mitgenommen. Einlaufbeutel.
2 Liter Kunststoffbeutel. Ja, seht ihr? Mit Aufhängeöse. Ja, vielleicht finde ich sowas ja zum Verlinken. Ja, ist auf jeden Fall voll angenehm und voll die Empfehlung. Ja, dann habe ich hier auch von Bugatti, das konnte man auch damals bei Kaufland mit den Punkten holen. Das habe ich mir damals auch schon bei Leon mitgenommen. Das ist so ein Beauty Case, das hängt, kann man auch aufhängen. Das ist ganz praktisch eigentlich im Krankenhaus Badezimmer. Hallo, Fussel. Da kann man das dann so aufhängen und dann hat man hier alles drin. Und das sind so meine Beauty-Sachen. Ich habe einmal ein Stirnband, also es ist wirklich so ein gehäkeltes, warmes Band. Es ist sicherlich nicht für die Geburt, sondern eigentlich, ja, um frisch zu machen, wenn ich mich doch schmink oder einfach die Haare nach hinten mache, wenn sie stören, wenn ich im Zimmer bin oder so, habe ich halt so ein, da sind voll die Fusseln dran, habe ich halt einfach so ein Stirnband mitgenommen. Dann habe ich eine Zahnbürste mitgenommen, die ist noch komplett neu, weil ich habe ja eigentlich meine elektrische, aber jetzt nehme ich halt einfach so eine mit. Dann habe ich diese kleinen Desinfektionstücher mitgenommen für Hände und Flächen. Ich weiß nicht, ich fühle mich dann einfach sauberer, wenn ich sowas habe. Dann habe ich 2-mal Reinigungstücher, so Erfrischungstücher, einmal vom BB und einmal vom Balea. Ja, einfach um sich zwischendurch mal das Gesicht zu reinigen oder um sich abzuschminken. Ja, wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, wie die Geburt abläuft und wenn ich wieder so viel Blut verliere wie damals bei Finn, kann ich halt zum Beispiel gar nicht lang stehen. Und dann ist, glaube ich, so ein Abschminktuch im Bett ganz angenehm. Ich werde mir noch so einen kleinen Handspiegel mitnehmen, der ist noch unten im Badezimmer. Ja, genau. Dann habe ich Sebamed, das ist zum Duschen. Das ist so ein, ja, mit pH-Wert 5,5, also das riecht auch nach gar nichts. Ja doch, riecht schon noch was, aber ist halt ganz neutral. Man soll ja wirklich nicht sonderlich viel Parfum und so auftragen. Also das hier habe ich gekauft. Das gab es bei DM, also es gibt es bei DM in so kleinen Fläschchen. Ja, man soll halt wirklich nicht jetzt nach Vanille, Schokolade, Marshmallow duften, sondern man soll so den natürlichen Mama-Geruch beibehalten für die Babys. Dann habe ich noch einen Sack Rotan zum Sprayen. Also man könnte ja denken, mein Krankenhaus ist irgendwie dreckig oder so, aber keine Ahnung, ich habe es halt einfach besorgt. Ich bin ehrlich, ich stelle das auch aufs Klo, auf die Toilette. Ich weiß nicht, ob ich ein Einzelzimmer habe oder ob ich mir doch wieder ein Zimmer mit jemandem teilen muss. Und ich fühle mich da einfach sicherer, wenn ich sowas vorher mal aufs Töpfchen sprühe oder so, ne? Und dann habe ich hier noch ein Shampoo mitgenommen, auch so ein kleines. Und hier ist ein Labello Vanille Chai Kürbis. Ach, den schmeiße ich jetzt gleich mal in die Krankenhaustasche. Vielleicht brauche ich ihn ja doch. Genau, also in die Kreißsaaltasche. So, das ist alles so hier in den großen Fach. Ach so, ja, und eine Zahnpasta natürlich auch in so einem kleinen Typchen. Dann haben wir hier einen Haargummi und wir haben ein Deo. Auch da ist es so ein Sensitiv-Deo. Also auch da nicht viel Geruch. Und dann habe ich ja sowieso immer so Haarspangen und immer ein Haargummi hier auch ums Handgelenk. Genau, weil während der Geburt mache ich mir auf jeden Fall die Haare hoch, dass die nicht stören. Genau, also ja. Und Schminksachen, wie gesagt, werde ich halt ein Puder und ein Bronzer in die Kreißsaaltasche reinschmeißen und das war's dann auch schon. Also ich fange das sicherlich nicht an, meine Wimper zu tuschen. Okay, brauche ich eh nicht, weil ich künstliche habe, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Oh, mein Haarband noch. Das darf ich nicht vergessen. So. Ja, jetzt kommen wir zu den Klamotten und da war auch ich wieder sehr überfordert. Das ist wirklich super schwierig. Ja, mein Tipp, und beziehungsweise sagt es eigentlich jeder, ihr müsst eine Krankenhaustasche so packen, dass es auch für einen Kaiserschnitt geeignet ist. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr eine normale Geburt habt, weil es kann immer zu Komplikationen kommen. Es kann immer von jetzt auf gleich heißen, Notkaiserschnitt. Ich wünsche es euch natürlich nicht, aber ihr solltet schon so ein bisschen drauf achten, dass es für Kaiserschnitt und für normale Geburt gepackt ist. Und ich würde auch immer sagen, packt für eine Woche. Dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Ich zeige jetzt einfach mal meine Sachen. Ich habe 2 Jogginghosen. Die sind von Primark aus der Männerabteilung. Einmal in hellgrau und einmal in dunkelgrau. Da
Das habe ich jetzt schon mal hier drin. Es ändert sich aber sicherlich noch ein bisschen was. Dann habe ich 4 Still-T-Shirts. Ich bin nicht von Burberry gesponsert, aber ich habe wirklich mittlerweile nur noch Klamotten von Burberry. Weil ich finde, die haben ganz, ganz tolle Klamotten für etwas fülligere Frauen wie mich. Und die haben tolle Umstandsmode und Stillklamotten. Und auch das ist aus der Burberry-Eigenmarke, also Burberry-Kollektion. Und das ist 48,50. Also normalerweise habe ich 44,48, aber ich will wirklich, dass es locker sitzt. Ich will nichts Enges haben. Ich meine, ihr habt frisch im Bunten, ihr habt sowieso noch einen Bauch. Aber ich habe da keinen Bock auf sowas ganz hauchenges. Und wie gesagt, wenn ihr einen Kaiserschnitt habt, dann wollt ihr sowas auch nicht haben. Sowas Enges. Und jetzt habe ich einfach mir 4 Still-T-Shirts gekauft. Die sehen so aus. Hier, die sind hier so mit einer Naht und fallen dann relativ locker beim Bauch. Und hier habt ihr halt dieses typische Still-Ding, ne? Wo ihr dann hochhebt und dann könnt ihr euer Baby stillen. Genau, und da habe ich einfach 4 Stück, weil, Leute, eure Hormone drehen völlig durch. Ihr schwitzt ohne Ende. Euch spuckt das Kind an, euch pinkelt das Kind an, keine Ahnung. Ich habe 4 verschiedene T-Shirts, einmal in Grau, in Rosa, in Weiß und in Schwarz. Dann habe ich ein einziges Langarm. Das wird bestimmt nicht reichen, ich werde bestimmt noch eins reinschmeißen. Aber ich habe natürlich auch was an, wenn ich ins Krankenhaus gehe, das darf man auch nicht vergessen. Und je nachdem, entweder wenn ich eine Jeans anhabe, dann habe ich natürlich die Jeans hier noch zum, auch wenn ich rausgehe dann, zum Entlassen. Auch eine Umstandsjeans natürlich. Und Leute, ich bin ehrlich, ich ziehe die Umstandsjeanshosen bestimmt noch ein halbes Jahr nach der Geburt an. Ich finde, es gibt nichts Bequemeres. Ja, also ich liebe diese Hosen. Dann werde ich, also wenn ich die Jeans anhabe, dann werde ich die Jeans mitnehmen und werde mir eine Leggings reinschmeißen, also eine Umstandsleggings, eine lange, weil ich natürlich jetzt nicht die ganze Zeit im Krankenhaus nur mit Primark-Jogginghosen rumschlapp. Also ich finde, dass solche Leggings eigentlich bequemer. Da werde ich vielleicht 1 oder 2 noch reinschmeißen. Die habe ich von H&M. Oder wenn ich eine Leggings anhabe, dann werde ich auf jeden Fall noch eine Leggings und diese Umstandsjeans hier reinschmeißen. Genau. Dann habe ich einen Bademantel. Ich würde es eher als Morgenmantel bezeichnen. In Rosa. Von welcher Marke? Von H&M. LXL. Keine Ahnung. Den habe ich schon ewig. Ja, Morgenmantel, wenn wir zum Frühstücksbuffet morgens laufen, der Kleine und ich, dann ziehe ich meine, oder dann habe ich meine Leggings an, habe mein Still-T-Shirt an und ziehe einfach den Morgenmantel drüber. Genau. Einfach, ja, ja, Morgenmantel halt, ne, was soll ich dazu sagen? Oder wenn ihr duschen geht und danach, ja, kann man den ja auch anziehen nach dem Duschen. Ja, dann habe ich hier noch einen Still-Top. Ich weiß nicht, wie warm oder wie kalt es ist. Wie gesagt, die Hormone spinnen, wenn ihr einen Cardigan, den habe ich ja auch dabei, anhabt, dann könnt ihr vielleicht auch unten drunter nur einen Top anhaben. Genau, das ist ein Stilltop von H&M. Das habe ich noch von Leon. Das habe ich jetzt auch mal reingeworfen. Und dann habe ich Handtücher mitgenommen. Es werden Handtücher auch gestellt, aber ich persönlich habe meine eigenen Handtücher ganz gerne dabei. Und zwar habe ich da einmal einen die habe ich im Übrigen auch bei Woolworth gekauft, ganz neu. Meine Handtücher sind irgendwie nicht mehr so die schönsten und ich dachte mir, okay, ich nehme diesen Anlass und kaufe mal ein paar neue und die waren jetzt nicht so teuer. Ja, einfach um mich zu waschen. Dann ein so ein Gästehandtuch. Genau. Und dann habe ich 2 große Duschhandtücher mitgenommen. Ja. Ja, in hellrosa. Ich weiß nicht, ob das die schlauste Entscheidung war, weil die Handtücher jetzt natürlich auch in schwarz gegeben. Ich meine, den Wochenfluss, den dürft ihr echt nicht unterschätzen. Ich habe den beim Leon super unterschätzt. Ich wurde ja bei Finn damals ausgeschabt und hatte nicht mal ansatzweise so einen starken Wochenfluss wie bei Leon. Der war wirklich krass und da habe ich auch einige Hosen durchgeblutet. Also unterschätzt diesen Wochenfluss nicht, aber ich sag mal so, sollten jetzt mit den 2 Jogginghosen und mit meiner Leggings was passieren, dann kann mir der Klaus ja immer noch was Neues bringen, aber ich denke jetzt mal nicht. So, dann haben wir hier ein Zwischenfach und da kommen wir zu dem Fach Unterwäsche und es fragen mich ja so viele, Mensch Anna, du hast so eine große Oberweite, wo bekommst du deine Still-BHs her? Und die Frage ist absolut berechtigt, weil ich war sowas von überfordert und überfragt beim Leon damals. Ich habe keinen Still-BH bekommen in meiner Körbchengröße.
Ich müsste jetzt mal lügen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Ich weiß es. Ja. 95F im Übrigen, hi. 95F ist natürlich eine Hausnummer. Und das ist nicht so einfach. Aber ich wurde mal wieder fündig bei Bobri. Sie passen wie angegossen. Und es sind Schnäppchen. Es sind einfach Schnäppchen. Ich glaube, ich habe 14 € bezahlt oder 20 für 2 Stück oder so. Also auch die aus der Eigenmarke von Bobri. Es sind super Stil-BHs. Ich habe sie auch schon angezogen. Ihr solltet immer 1 bis 2 Körbchengrößen größer bestellen, beziehungsweise Umfang, glaube ich, nicht Körbchengrößen. Ach, keine Ahnung. Ich habe den Umfang eine Größe größer genommen, glaube ich. Allein schon diese Viererreihe, Leute. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist schon krass, ne? Ja. In Schwarz habe ich 2 Stück mitgenommen. Habe ich nicht auch noch weiße gekauft? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe jetzt auf jeden Fall die 2 schwarzen dabei. Und die passen super. Und ja, ich handhabe das am Anfang mit Still-BHs und dann nutze ich normale BHs. Ich tue die Brust einfach aus dem BH raus und pack danach die Brust wieder in den BH rein. Aber das müsst ihr selber wissen, wie ihr am besten zurechtkommt. Ob ihr Still-BHs nutzt oder eure normalen BHs. Dann habe ich was ganz, ganz Tolles. Habe ich damals bei Leon zugeschickt bekommen. Wollte ich euch unbedingt damals schon zeigen, habe ich immer vergessen. Und zwar sind das solche Hosen von Kaiser. Und die haben hier vorne ein Täschchen. Und da gibt es 2 solche Packs. Einmal ein Kühlpack und einmal ein Wärmepack. Also das legt man in die Mikrowelle oder das ins Gefrierfach oder in den Kühlschrank. Und wenn ihr zum Beispiel an Ultra-Unterleibschmerzen leidet, dann könnt ihr zum Beispiel dieses Wärmepad hier reinpacken. Oder je nachdem, was euch halt besser, also was euch halt gut tut. Also bei Unterleibschmerzen würde ich jetzt eher die Wärme empfehlen. Oder wenn ihr einen Kaiserschnitt bekommen habt, dann könnt ihr auch die Kaiserschnittnarbe hier damit kühlen. Ja, und ich fand den Anlass eigentlich jetzt für meine Krankenhaustasche am perfektesten und dachte mir, nehme ich doch das Höschen mal mit, weil man weiß natürlich nie, ne? Mit diesen 2 Packs und das können die mir im Krankenhaus natürlich kalt oder warm machen. Und dann habe ich noch normale Unterwäsche gekauft. Ja, das solltet ihr. Ja, schön. Ich habe auch hier volles Loch reingerissen wegen den Zetteln. Ja, ich zeige jetzt meine Unterwäsche hier in die Kamera, auch ganz toll. Unterhosen bei Woolworth gekauft in Schwarz. Ich würde euch nichts anderes empfehlen, weil, wie schon angesprochen, den Wochenfluss, den solltet ihr nicht unterschätzen. Ich habe mir da einfach irgendwelche Billigunterhosen gekauft, egal ob Kick, Woolworth oder keine Ahnung, Primark oder so. Kauft euch einfach schwarze Unterhosen, wo ihr eure Binden reinlegen, kleben könnt. Und wenn was daneben geht, dann ärgert ihr euch nicht. Ich habe ein paar mitgenommen, ein paar Unterhosen, aber im Endeffekt werdet ihr keine Unterwäsche im Krankenhaus tragen. Ihr werdet die ganze Zeit nur diese Netzunterhosen anhaben. Und ganz ehrlich, die sind gar nicht so kacke. Also, die sehen kacke aus, aber die sind nicht kacke. Und deswegen, ja, eigentlich braucht ihr gar keine Unterwäsche. Nur vielleicht für den Nachhauseweg. Aber nicht mal da hatte ich Unterwäsche an, sondern auch so ein Netzstrumpfhosending. Ja, also, das war meine Unterwäsche. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe nicht mal Socken eingepackt. Alter Schwede. Gut, dass ich den Koffer nochmal aufgemacht habe. Socken kommen natürlich noch rein. Ja, okay. Also, Socken. Denkt euch die jetzt einfach mal. Ich hab's auch mit den Socken, ne? Und jetzt kommen wir schon zum Babyfach. Babyfach, ja. Wurde ein bisschen voller. Da habe ich natürlich meine Spieluhr. Ui. Meine Spieluhr, die ich seit Anfang an mir immer mal wieder auf den Bauch lege, die ich von meiner lieben Steffi bekommen habe. Hier, Minimom, Baby Design, ne, verlinke ich euch ja immer. Von der habe ich auch meine Mutterpasshülle. Und dieser kleine Freund kommt natürlich mit ins Krankenhaus, weil der Kleine kennt natürlich die Melodie schon und ich liebe sie einfach. Sie ist so wunderschön. Und ich finde, passend zu dem Design zeige ich euch jetzt auch noch was. Und es kam heute an per Post und auch das landet im Krankenhauskoffer. Schaut mal, es ist super ähnlich. Und zwar sind das meine Meilensteinkarten. Die habe ich, wie gesagt, heute zugeschickt bekommen von einem Instagram-Shop. Den verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Ich habe selten solche wunderschönen Meilensteinkarten gesehen. Null kitschig, wirklich
sehr edel, finde ich, richtig toll. Und wenn ich mir dann vorstelle, heute habe ich das Licht der Welt erblickt, die Karte liegt dann neben dem Kleinen und dann vielleicht noch die Spieluhr. Ich finde, das sieht so schön aus. Ja, genau. Also das sind so Sachen, die nehme ich mit ins Krankenhaus. Genau, ganz, ganz toll. Freue ich mich schon drauf, euch das Foto dann auf Instagram zu posten. Und das sind wirklich tolle Meilensteinkarten. Auch für Mädels hat die ganz tolle. Also diese zwei Sachen sind hier drin. Dann habe ich zwei Spucktücher. Das sind Spucktücher wieder von Lessig. Genau. Ja, ich finde meine eigenen Spucktücher einfach besser als die im Krankenhaus. Die im Krankenhaus sind einfach total dünn. Es sifft alles durch. Und dann nehme ich dann lieber meine eigenen Spucktücher mit und habe jetzt einfach mal zwei Stück mitgenommen. Ja, dann habe ich für den Nachhauseweg, ich weiß natürlich nicht, wie warm und wie kalt es ist, einen Overall eingepackt. Und zwar ist das der von Nordkids. Das ist so ein Einteiler, voll goldig. Kann man schön bis unten aufknöpfen, legt man den Kleinen rein. Hier mit so einer Zipfelmütze. Ist, glaube ich, Größe 56. Ich meine, im Endeffekt würde er da drin sowieso total versinken. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Einteiler, ein Overall. Und dann habe ich ja in meiner Babyschale, die ich euch natürlich auch gleich zeigen werde, noch meinen Cueca-Fußsack. Und ich denke, das passt dann von der Temperatur. Dann habe ich, was ich super, super toll finde fürs Krankenhaus. Oh, ich sehe gerade, ist ein kleiner Fleck drauf. Mein Cosimi mit eingepackt. Hatte ich auch damals bei Leon schon. Und ich habe mich jetzt im Nachhinein ärgere ich mich total darüber, dass ich damals nicht schon so schlau war und ihn mit ins Krankenhaus genommen habe. Einfach total genial. Ihr legt euren Kleinen da rein. Er ist gepuckt. Also er fühlt sich wirklich mega wohl da drin. Ich liebe den Cosimi. Wie gesagt, damals bei Leon auch. Der hat da drin so schön und so ruhig geschlafen. Ihr könnt ihn damit in euer Krankenhausbettchen legen. Ihr könnt ihn damit stillen. Ich finde für die Gäste, also für für eure Besucher ist es auch super, den Kleinen darin zu halten oder die kleine Maus. Ja, auch für die Geschwisterkinder ist es super zum Halten. Und ja, mir war diesmal also wirklich von Anfang an klar, diesmal wird der Cosimi mit ins Krankenhaus kommen. Und ja, ich habe mich diesmal für die weiße Variante entschieden. Ich habe noch zwei andere Farben, aber ins Krankenhaus kommt der weiße mit. Und im Übrigen, ich finde es auch voll schön für die Taufe. Ja. Dann habe ich drei Outfits mitgenommen, also drei Outfits mit in die Krankenhaustasche gepackt. Diese Schnuller hier werde ich im Übrigen noch steril machen und in Schnullerboxen tun. Ich habe bloß den Krankenhauskoffer vorhin schnell zugemacht, weil ich das Video machen wollte. Ich habe zwei Schnuller mit dabei, mit den passenden Schnullerketten zum Outfit. Zwei Bips-Schnuller. Und ja, wie gesagt, ich probiere es jetzt gleich von Anfang an mit denen. Falls ihr den gar nicht nimmt, dann muss halt der Klaus mir einen Marmschnuller mit ins Krankenhaus bringen. Oder ich werde noch einen Marmschnuller reinschmeißen, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall die Schnuller, die werde ich mitnehmen. Und dann habe ich eben drei Outfits, die kann ich euch mal zeigen. Ich lege mal schnell das so als Untergrund hin. Und zwar ist das Outfit Nummer 1. Ein Bambino-Strampler, der ist von Next. Dazu einer meiner Lieblingshosen, die mir ein Shop zugeschickt hat. Und zwar Anne Marie. Also an Näh mit aemarie.de verlinke ich euch aber gerne. Genau, diese Hose hier dazu, dann dieses Halstuch, dann einfach Söckchen und die passende Schnullerkette. Ja, das ist ein Outfit, was ich mitnehmen werde. Und das ist wahrscheinlich dann das Coming-Home-Outfit. Ist der weiße Body mit I Love Dad. Ja, da möchte ich dann für den Klaus ein Foto machen, wenn er uns dann abholt mit dem I Love Dad. Dann eine Strumpfhose, die werde ich natürlich auch für die anderen Outfits benutzen. Dann habe ich solche Fäustlinge, falls sich der Kleine kratzt. Dann habe ich einen Strampler und zwar Born in 2019 in Größe 50. Der ist wirklich richtig klein, auch von Next. Und dann noch solche Söckchen mit I Love Dad. Das ist das zweite Outfit. Da kann dann zum Beispiel diese Schnullerkette dran. Und das dritte Outfit ist den allerersten Strampler, den ich gekauft habe. Und zwar in Größe 50.
Ein Mickey Maus Strampler mit einem Body. Genau, da passt auch die Strunderkette ganz gut dazu. Ja, mal gucken, was ich ihm so anziehe, wenn ich Fotos im Krankenhaus machen lasse. Oder vielleicht lasse ich auch keine machen. Vielleicht mache ich auch einfach selber welche. Oder welches Outfit er jetzt dann beim Entlassen anhat. Keine Ahnung. Das lasse ich auf mich zukommen. Ich habe jetzt mal 3 Outfits dabei. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal. Ja, das ist der Duna. Den, denke ich mal, werdet ihr auch alle noch von Leon damals kennen. Da hat sich nichts verändert, außer am Fußsack und am Spielzeug. Das alles ist jetzt ein bisschen mintlastiger. Hier hinten ist noch so eine kleine Wickeltasche dran beim Duna. Das ist unsere Babyschale, die hat Räder, wir lieben sie. Und wenn es mal keine Situation gibt, die Duna-Schale zu rollen, dann klappt man die Räder ein und kann die Duna-Schale tragen. Und dazu haben wir dann ein Kokobelt hier an der Seite hängen. Das, glaube ich, habe ich euch ja mittlerweile schon extrem oft vorgestellt. Also ich glaube, ihr wisst mittlerweile alle, dass wir ein großer Fan von Kokobelt sind. Zum Tragen ist es perfekt. Und wie gesagt, hier in der Babyschale habe ich einen Cueca-Fußsack. Der ist wirklich super schön gefüttert. Der ist schön kuschelig und genau, der liegt hier drin. Und hier ist so ein Spielzeug. Ich liebe es. Total putzig. Ja. Und das ist die Babyschale und die kommt natürlich dann ins Krankenhaus, wenn der Papa uns abholt. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Das war meine Krankenhaustasche bzw. Kreißsaaltasche, Krankenhauskoffer. Und ich hoffe einfach, dass ich euch so ein paar Tipps auf dem Weg mitgeben kann. Wie gesagt, ich verlinke euch so ein paar Produkte unten in der Infobox, die ich ganz wichtig finde. Ja, und jetzt schmeiße ich noch schnell ein paar Socken in meinen Koffer und warte noch auf meine Anti-Rutsch-Socken. Und dann ist der Koffer auch bereit und startklar. Falls ihr noch Tipps für mich habt, dann schreibt ihr die gerne bitte unten in die Kommentare, weil es kann auch echt sein, dass ich irgendwas vergessen habe. Es wäre ein Wunder, wenn ich mal nichts vergessen würde, weil ich vergesse wirklich momentan echt viel. Wann solltet ihr die Tasche gepackt haben? Ich finde, dafür gibt es einfach kein richtiges, da muss sie fertig sein. Denn im Endeffekt, es kann immer was in der Schwangerschaft sein. Es kann immer sein, dass ihr spontan ins Krankenhaus müsst. Und ich hatte zum Beispiel diese Tasche hier ab der 25. Woche. Ab der 20. Woche hatte ich die mit so ein paar Kleinigkeiten schon gepackt, dass falls irgendwas ist, ich einfach diese Tasche hier mitnehmen kann und los geht's. Genau, was ihr auch machen könnt, ist den Koffer und die Tasche und wenn ihr alles schon gepackt habt, ins Auto schon mal reinstellen oder den Koffer zumindest schon mal ins Auto reinstellen und die Krankenhaustasche, die Kreißsaaltasche daheim noch stehen lassen und da die restlichen Sachen reinschmeißen. Ja, weil der Mann ist natürlich auch aufgeregt, wenn es dann losgeht und wir müssen sowieso an extrem viele Sachen denken, wenn es bei uns dann losgeht. Also ich hoffe, wie gesagt, ne, dass es in der Nacht losgeht. Aber wir haben dann wirklich so ein, also wir müssen auch echt so einen kleinen Plan aufschreiben. Zumindest ist es bei uns der Fall. Ist ein bisschen dunkel gerade, ne? Wegen den Hunden, wegen der Katze, die Kinder. Und wir haben da wirklich jetzt schon so einen Notfallplan erstellt. Die ganze Familie weiß Bescheid. Die haben ihre Handys nachts auf richtig laut. Und die Franzi holt zum Beispiel die Kara dann ab. Und das sind lauter so Sachen, die haben wir natürlich vorab geplant. Und die solltet auch ihr vorab planen. Und wenn ihr auch Tiere habt und so, wer kümmert sich um was? Und im Endeffekt, ihr Klaus ist nicht aus der Welt. Also der kann jederzeit wieder vom Krankenhaus heimfahren. Aber man weiß natürlich nicht, wie schnell es diesmal geht. Und man ist natürlich schon auf der sicheren Seite, wenn er bei mir ist. Also wenn er jetzt dann nicht mehr groß durch die Weltgeschichte fahren muss. Ja, also, ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon etwas erleichtert, dass ich sagen kann, okay, meine Tasche ist gepackt. Ich muss nur noch die restlichen Sachen in meine Kreißsaaltasche schmeißen und wir können los. Das ist wirklich ein sehr beruhigendes Gefühl und das würde ich euch, also deswegen würde ich euch das schon empfehlen, dass ihr auf jeden Fall bis zur 35. Woche fertig seid mit eurer Tasche, weil ihr euch da echt entspannter fühlt. Also es ist wirklich ein entspannteres Gefühl, dass ihr wirklich sagen könnt, so hey Schatz, da steht meine Tasche, da steht mein Koffer, wenn es losgeht oder wenn es soweit ist, dann schnapp ihn dir. Und genau, ja. Also wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie so ein bisschen helfen. Wie gesagt, Traubenzucker, Socken, Getränke, das sind so Sachen, die könnt ihr einpacken. Ich bräuchte sie jetzt nicht, also ich bräuchte jetzt keine Cola oder so im Kreißsaal. Ich kriege dort alles zum Trinken und ja, die Knabbereien sind mehr oder weniger, glaube ich, eh mehr für den Klaus als für mich, weil ich hatte nie wirklich Appetit bei der Geburt und
ja, wichtig ist einfach, dass ihr an die Dokumente denkt, an euren Mutterpass natürlich, an eure Kranken, an euer Kärtchen. Das sind so Sachen, die müsst ihr natürlich mitnehmen. Ja, Kamera, Handy, Ladegerät, das sind so Sachen, da ärgert ihr euch, wenn ihr es vergesst. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, das vergisst man nicht. Ja, ja, dann war es das jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch Tipps habt oder irgendwie Anregungen, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns schon ganz bald wieder. Tschüss!